Hallo Leute, ich habe mir überlegt, ich werde ein paar alte Formate wiederbeleben. Und heute ist Tanonym dran. Und ich gucke mal, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden, so versuche ich es regelmäßig zu machen. Vielleicht sogar wöchentlich, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. Und ich würde sagen, let's go. Sag mal, ob es jemanden gibt, mit dem du gerne wieder Kontakt hättest. Nein, gibt's nicht. Es gibt Gründe, weshalb man irgendwann keinen Kontakt mehr zu jemandem hat. Entweder weil man im Streit auseinandergegangen ist und man sich echt nicht mehr sehen möchte, oder halt, man war gut befreundet, aber anscheinend war es die Freundschaft für beide Seiten nicht wert, irgendwie Kontakt zu halten. Und das ist auch häufig passiert. Aber ich würde sagen, nee, es gibt nicht wirklich jemanden, mit dem ich Kontakt haben möchte, wieder aus meiner Vergangenheit. Weil die, mit denen ich gut befreundet war und auseinandergegangen bin, die habe ich dann in der. Also, da war ich zum Beispiel gut befreundet mit in der Grundschule, da waren sie meine besten Freunde und dann ging es aufs Gymnasium und andere Klassen und sie haben sich dann anders weiterentwickelt durch den Kontakt zu anderen und ich habe mich in eine andere Richtung entwickelt und. Nee, ich möchte mit keinem aus meiner Vergangenheit nochmal was zu tun haben, glaube ich. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, das ist ganz leicht beantwortet. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal beantwortet, aber da war es was anderes. Mittlerweile muss ich sagen, so, ich habe jetzt so ein bisschen angefangen für mich selbst zu kochen, ne, weil ich ziehe ja bald aus und so Ende nächsten Monats. Also eine Woche vom 1.8. ziehe ich aus und wird lustig, es wird Vlogs geben. Auf jeden Fall, ich habe angefangen selbst zu kochen. Also wirklich selbst zu kochen. Und jetzt habe ich angefangen, Kartoffelbrei selbst zu machen und ich habe so ein geiles Rezept gemacht. Also quasi mehr oder weniger so durchs Ausprobieren mit neuen Zutaten habe ich für mich persönlich das perfekte Rezept gemacht dafür. Kartoffeln weich kochen lassen, aber nicht zu weich. Es sollen nach dem Mixen kleine Stücken noch drin sein, ganz kleine Stücken. Und dann bereitet man den standardmäßig zu, am besten mit laktosefreier Milch, denn die schmeckt süßer als normale. Und dann macht man noch ein bisschen Kreuzkümmel, Knoblauch und Hähnchen-Tandoori dran. Und Mashallah, ist das lecker. Und dazu Nürnberger. Also Nürnberger Würstchen. Die kleinen. Ne, hier, so. Ist geil. Ist absolut ein einfaches Gericht und das kann jeder. Weiß ich nicht was, aber es schmeckt super geil und es ist aktuell mein Lieblingsessen, ja. Sollten Männer beim ersten Date zahlen? Kann ich nicht beantworten, ich hatte bisher noch kein Date. Ich sag's mal so, wenn man ein Gentleman sein möchte, dann zahlt man das Geld. Allerdings, es kommt auch häufig vor, dass man sich die Rechnung teilt. Also bei meinen Freunden zum Beispiel ist es so, also die Sache ist, ich bin in einem Freundeskreis, wo einfach alle irgendwie in einer Beziehung sind. Und man hört auch immer wieder, dass man sich die Rechnung teilt oder so. Ich würde es wahrscheinlich tun, auch wenn ich gerade echt nicht viel Geld auf der Tasche habe. Alles ist draufgegangen für fucking Möbel, Alter. Man braucht echt viel Scheiße, wenn man auszieht. Wusstet ihr das? So einfache Dinge wie Handtücher, Ventilator, ein Mixer, ein Mini-Backofen. Diese ganz normalen Dinge. Plötzlich brauchst du sie. Gläser, Geschirr, Besteck. Auf einmal denkst du dir so: Scheiße, das brauche ich ja alles. What the fuck, Alter? Was hast du so gemacht am letzten Wochenende? Vor 2 Monaten. Es tut mir leid, lieber Fragensteller. Ich mache aktuell das, was ich eigentlich fast alle 3 Tage mache. Party mit Freunden. Weil jetzt haben wir die Zeit. Abitur ist durch. Und jetzt wird Party gemacht ohne Ende. Mindestens einmal die Woche wird gefeiert, wenn nicht sogar zweimal die Woche. Und manchmal auch alle 3 Tage, je nachdem, wie wir Lust haben und wie wir Zeit haben. Aber eigentlich haben wir jetzt immer Zeit für irgendwas. Also, letztes Wochenende habe ich das gemacht, was ich immer mache. Party. Deine Meinung zu Frauen, die viel Sport machen. Frauen, die Sport machen, finde ich cool. Erstmal sieht es meistens super, mega geil aus, immer wenn Leute Sport machen. Weil trainierte Körper sind einfach was Tolles, finde ich. Guck mich an, Alter. Ich bin Wampentheo geworden, Alter. Was ist aus mir geworden? Ich hatte mal ein Sixpack. Jetzt, Alter, jetzt habe ich.
eine Speckschicht, ein One-Pack. Abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt, dass du halt übelst gesund bleibst, dann aber meistens gesünder bist als andere, sieht der Körper halt auch einfach unglaublich gut aus, finde ich. So ein trainierter Körper. Ich finde es allerdings weird, wenn sie mehr Muskeln hat oder muskulöseren Körperbau hat als er. Bist du ungeschickt? Da fragt man noch. Ja, sowas von. Pass auf, eine ungeschickte Geschichte von mir zum Beispiel. So ein typischer Varon-Moment. Ich sitze bei Freunden. Wir erzählen miteinander. Jemand bietet mir eine Müllermilch an. Zur Erklärung, ich bin laktoseintolerant. Und er bietet mir eine Müllermilch an. Ich trinke die genüsslich aus. Lecker. Lecker die Erdbeermilch. Ich trinke den letzten Schluck. Stell es auf den Tisch und in dem Moment, wo der Flaschenboden den Tisch berührt, sage ich, fuck, ich bin laktoseintolerant. 10 von 10 waren, einfach wieder klasse, spitzenmäßig. Vor ein paar Tagen, ne? Der ein oder andere weiß es vielleicht, ich habe mein Handy komplett geschrottet, mein altes. Das ist jetzt im Jenseits, das gute Handy. Da habe ich mir das Ersatzhandy hier geholt. Jetzt kommt's, ich war duschen und hatte das Handy auf dem Waschbecken liegen gehabt, weil Musik gespielt und so. Ich komme raus, will ein Handtuch so um mich schwingen und hau mit dem Handtuch das Handy vom Waschbecken. Einfach geil. Einfach geil, Alter. Bist du ein guter Schwimmer? Nein, absolut nicht. Ich bin absolut kein guter Schwimmer. Und ich habe mit Mühe und Not mein Seepferdchen gemacht. Und auf den letzten Metern wäre ich da auch fast abgenippelt, ey. Beim ersten Mal bin ich, glaube ich, sogar durchgeflogen bei der ersten Prüfung fürs Seepferdchen. Und danach habe ich nichts mehr gemacht. Weder Bronze, Gold, Silber, gar nichts. Überhaupt nichts. Ich habe nur das Seepferdchen, das gerade so. Und deswegen bin ich auch zum Meme geworden im Freundeskreis. Meine Freundin und ich, wir waren im Freibad. Und man hat mich dazu animieren wollen, dass ich vom Dreier springe oder eine Bahn mit ihnen schwimme. Ich als schlechter Schwimmer habe natürlich abgelehnt. Und deswegen bin ich jetzt zum Meme geworden. Das heißt immer so, ja komm, schwimm eine Bahn mit uns, schwimm eine Bahn mit uns. Und ich immer so, ach, ich bin nicht gut im Schwimmen, lass mich in Ruhe. Ja, weiß nicht. Ey, cool, danke. Scheißdreck hier mit der Kamera. Da gibt es auf jeden Fall sowas von Nachholbedarf, dass ich das irgendwie nochmal mache oder beziehungsweise das als auffrische. Ist nur ein bisschen weird, wenn ich dann als 20-jähriger Typ bei so einem Schwimmkurs fürs Seepferdchen ankomme. Denkst du, dass Geburtstage wichtig sind? Absolut. Ohne Geburtstage hätte ich 3/4 meines Besitzes nicht, weil mir das Geld fehlen würde. Und auf der anderen Seite wüsste ich nicht, wie alt ich bin. Ich weiß nicht, wie alt meine Eltern sind, wie alt mein Bruder ist. Doch, ich glaube, mein Bruder wird nächste Woche 12. Aber ohne Geburtstage wüsste ich nicht mal, wie alt ich bin. Geburtstage und so, das Alter ist mir eigentlich so scheißegal meistens. Also manch einer weiß vielleicht, ich habe am 3.12. Geburtstag, ne? Und am 2.12. denke ich mir immer so, sheesh, ich habe morgen Geburtstag. Krass, wie alt werde ich denn? Und wirklich, also, weiß nicht, so was Alter angeht, habe ich echt absolut keinen Plan. Wirklich, wenn es keine Geburtstage geben würde, würde ich einfach vergessen, wie alt ich bin. Ist einfach so. So Leute, ich hoffe, euch hat die Folge Telonym gefallen. Wenn ja, dann teilt das Video mit euren Freunden und gebt ein Like drauf und abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann vielleicht nächsten Montag wieder mit einer neuen Folge Telonym, je nachdem, wie es ist. Und wenn ihr Fragen stellen wollt, stellt sie anonym bei Telonym. Link ist unten in der Beschreibung. Man sieht sich.